Oh. Ich habe natürlich überhaupt keine. Ah, jetzt bin ich live. Ich sehe es auch schon. Entschuldigung. Okay. Entschuldigung. Ich krieg's gerade nochmal zu. Entschuldigung. Okay. Da sind wir. Okay, jetzt muss ich das sowieso, weil ich Gott. Ich krieg's gerade nochmal zu. Ihr kriegt jetzt die absolute. Da sind wir. Dreifachdröhnung. Okay, jetzt muss ich eine Sekunde. Jetzt. Was für ein Fail, oder? Aber ich bin back. Und was ihr merkt, ich war nicht ganz untätig. Wer meinen vorigen Film gesehen hat, hat gesehen, dass ich mir einen Scanner geholt habe. Und ich habe mir. Oh, Entschuldigung. Achtung, wird es schöner jetzt? Wird es schöner jetzt? Und. Aha, es sind die Kleinigkeiten, die sie ausmachen. Ich muss mir noch was überlegen. Ich finde die Kamera ist so extrem nah dran. Ich kann gar nicht tanzen. Was soll ich denn machen, wenn einer von euch meinen niegelnagelneuen Spenden-Button drückt und ich dann überhaupt nicht tanzen kann für euch? Ich habe nämlich hier oben, ja, es ist alles sehr, ja, es ist jetzt. Ja! Hört ihr es? Kannst du die Tür aufmachen? Ich muss kurz runter. 2 Sekunden. Ich muss mir noch ein Pausen-Screen-Image bauen. Sorry, Leute. So, da bin ich wieder. Also was ich eigentlich heute gemacht habe, ist. Wenn ihr wisst, wie mein Greenscreen hier teilweise so aussieht, als ob er umkippen würde. Hier bin ich wieder. Es kommt bestimmt irgendjemand, der mir sagt, dass ich irgendwas falsch mache. Entschuldigung. Okay, haben wir denn überhaupt schon jemanden da? Das muss man ja auch mal gucken. Interceptation! It's following me, Interceptation, hallo! Warum sehe ich. Was ist denn hier los? Oh Gott! Habe ich? Ist das Hintergrundbild etwa zu klein? Was machst du? Ich saß dahinter. Oh, Papa. Warum? Papa, darf ich was Süßes? Bitte was? Achso, das geht natürlich nicht. Aber ich wollte auch noch was gucken. Warte bitte, bis die Mama zurück ist, okay? Hey, hallo. Irgendwas stimmt hier nicht. Guck, kaum. Was ist denn hier los? Warum? Ja, ihr Mädchen. Warte mal bitte, Sam. Bitte. Sei ein guter Kerl. Warum? Ja, yeah. Sehe ich das jetzt falsch? Oder sieht man bei mir überhaupt nicht? Sehe ich das jetzt falsch? Was ist denn hier los? Oder, kann mir einer mal einen Bericht schreiben? Sieht man bei mir überhaupt nicht? Nee, ich das jetzt falsch? Was ist denn hier los? Kann mir einer mal einen Bericht schreiben? Sieht man bei mir überhaupt nicht? Nee, ist das jetzt bin falsch? Was? Entschuldigung, ihr habt mich jetzt wieder doppelt gehört, weil ich scheiße dumm bin. Was ich nicht kapiere ist, aber hey, was soll man machen? Irgendwie stimmt hier gar nichts mehr. Ich muss mal ganz kurz was anderes gucken. Ist es denn hier? Volles Screen? Wenn ich jetzt, müssen wir mal gucken. Jetzt bin ich mal gespannt. Was machst du denn hier mit meinem Handy, mein lieber Freund? Bitte, darf ich? Das ist auch nicht bis ganz zur Seite. Ach Gott. Ich brauche den Simon. Ohne den Simon bin ich einfach nichts wert. Und ich habe noch keine Leute. Ich weiß auch gar nicht, wie viele. Ah, 4 Leute gucken zu. Hallo. Ihr könnt euch übrigens natürlich wieder was wünschen heute. Es ist zwar nur eine kleine Ausgeze-Show.
Ey, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Also ich gehe jetzt mal in den ausgezeichneten Background. Und hier im OBS. Aber irgendwie kriege ich es nicht hin, den Background auszuwählen. Guck mal, da müsste es dann ja... Also gut, es gibt scheinbar... Jetzt muss ich mal kurz gucken, was mein der Rest macht. Könnte auch ruhig irgendwas... Ich glaube, ich muss das einfach skalieren. Ich bin zu doof. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein, darfst du nicht. Du sagst, wartest bitte, bis deine Mutter zu Hause ist und fragst die, ob das okay ist, weil ich nicht keine Übersicht habe, was ihr heute alles schon... Ich habe immer nichts. Immer nichts. Ja, trotzdem, die ist ja gleich zu Hause. Okay, nur Schokoladenbrust. Ach, siehste? So fängt es schon an. Hey, Pupsi, piss dich fair. Papa ist am Senden. Ja? Und mach die Tür hinter dir zu, ohne alles runterzuschmeißen. Dankeschön. Warum schreibt mir eigentlich keiner was in die Kommentare? Oder habe ich die auch wieder? Chat, den müsste ich doch sehen. Okay, der Chat muss sichtbar sein. Ja, was ist das hier? Keine Ahnung, was das hier ist. Den ausgezeichneten Background. Ja, der ist eindeutig zu groß. Aber das Lustige ist, ich kann ihn auch... Lassen wir es kurz Philipp Jordan live sein. Who cares? Ich zeichne euch gerne was. Ich habe diese billigen Button da unten gezeichnet. Und da oben diesen Banner. Und ich habe jetzt auch ein Profilbild. Ich werde ein Twitch-Star. Nein, aber ich freue mich ja, wenn ein paar Leute immer zugucken. Und wenn jemand möchte, kann ich ihm auch was zeichnen. Wollte ich nur so am Rande erwähnen. Ich muss dem Bananen-Cowboy noch seine Zeichnung schicken, fällt mir dabei auf. Ansonsten, warum sehe ich den Chat nicht? Warum chattet keiner? Könnt ihr mal versuchen, mir im Chat was zu schreiben? Und wenn das nicht funktioniert, dann whispert mich an. Dann weiß ich auf jeden Fall, was sind denn diese Kronen da oben? New Prime Loot, whatever that is. Ja, es ist natürlich ein bisschen langweilig, wenn ich einfach so vor mich her rede. Vielleicht meldet sich mal jemand. Oder ich bin echt zu doof. Ich muss mal kurz den Simon anrufen. Das mache ich einfach mal schnell. Der hilft mir vielleicht. Der Mann, der Seacon Gamer heißt der. Der ist schuld, dass ich gerade live bin. 7 Leute gucken zu. Hey, ho, Philipp, cooles Kanal. Okay, wisst ihr was? Seacon TV, cooles Kanaldesign. Okay, also mein Ding funktioniert noch. Warum, lieber Simon? Ich bin zu doof. Ich krieg den Background auch nicht mehr ausgewählt. Ich finde es total... Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt alles bis auf den ausgezeichneten Background, mache ich aufs Schloss. Wenn ich den jetzt verschließe, dann kann ich jetzt hier eigentlich... Aha, okay, da sind wir ja schon mal näher dran. Und jetzt kann ich auch... Ja, Leute, so ist es in der Zukunft. Wie heißt es nochmal? Diese Fernsehgebühren, die man zahlen muss in Deutschland. Wer das nicht zahlen will, der muss halt mit dabei zugucken. Hallo zusammen, hallo Laifu. Laifu klingt ein bisschen asiatisch. Laifu, was möchtest du denn, dass ich dir zeichne? GEMA ist, was man für Musik zahlt. Aber es gibt doch, wie hieß das denn? Gebühren 1, GEZ. GEZ, mein Freund. Oder zahlst du GEMA fürs Fernsehgucken? Dann hat dich irgendjemand ganz bitter verarscht. Ich war heute, ich habe jetzt übrigens auch ein USB-Hub gekauft und bin begeistert, dass es funktioniert. Sprich, ich habe jetzt 2 USB-Ports mehr. Es nervt natürlich ein bisschen, weil man denkt nicht drüber nach. Man denkt, man bekommt 3 dazu, aber einen vom Rechner verliert man ja wieder für das USB-Hub. Also bekommt man nur 2 dazu. Ja. Mist, ich fahre direkt zum Anwalt. Würde ich auch machen. Laifu. Aber vielleicht kannst du mir auch sagen, was ich zeichnen soll, weil ich bin heute, wie man an meinem Channel-Design sieht, mit Kunst. Oh, und IRL. Hey. Finde ich, habe ich mich heute schon ganz schön
gedingst. Soll ich ein bisschen Musiker machen? Dann kann der Seacorn nämlich gleich gucken. Obwohl, halt, mit Musiker ist natürlich immer so eine Sache. Ich glaube übrigens, ich habe irgendwann mal gehört, dass Musik auf YouTube oder iTunes oder whatever im Podcast und so überhaupt gar kein Problem ist, solange man es nicht mehr als 70% spielt und es reinfadet und drüber redet. Weiß da jemand mehr? Ich brauche einfach so ein geiles Mixtape, so ein 70 Stunden langes Mixtape, was ineinander überfadet, coole, relaxte Beats hat, keinen nervigen Scheiß, was ich einfach immer im Hintergrund laufen lassen kann. Aber ich fände es nett, wenn mir jemand, heute ist Herbstanfang, vielleicht einen schönen Baum, wo die Blätter fallen. Live, haben wir ein bisschen Herbststimmung? Ich habe eine gute Idee. Ich habe eine Idee zum Thema Baum, wo die Blätter fallen. Ich weiß nicht, ob diese Idee funktioniert. Aber warum nicht? Ich überlege, ob ich es mit Pinselstift mache oder wo ist mein Pinselstift? Mein BS, mein Bullshit-Stift. Seht ihr das? Naja, ihr seht es natürlich nicht. Also es ist, ich bin einfach zu scharf für euch. Schweine, dann würde ich sagen, ach, ich mach mal irgendwas. Ach, wisst ihr was? Klassische Musik geht ja immer. Guck mal, da ist der Rahmenflyer. Immer auf meinem, immer bei mir bist du. Entschuldigung, Herbst ist einfach die geilste Jahreszeit. Nein, ganz ehrlich gesagt, ich bin mehr so der Sommertyp. Ich mag's, wenn's irgendwie, ich weiß nicht, wenn's draußen sehr warm ist und ich meine Laufklamotten anziehen kann und einfach laufen gehen kann. Ja, ich würde sagen, ich fange mal an. Und zwar habe ich eine Idee mit Herbst und die Blätter fallen. Es hat ein wenig was mit dem Herbst des Lebens zu tun. Es ist sehr nah bei mir, ja, Kinders? Also nicht frech werden, okay? Also, jetzt mache ich was. Den Herbst des Lebens. Ich habe eine Idee. Vielleicht könnte ich die auch mal auszeichnen. Das wäre auch gut. Und zwar, fangen wir doch mal lieber mit dem. Aber nicht so einen klamaukigen Stil, sondern so ein bisschen einen realistischeren Stil. Ist doch auch cool, oder? So, und dann. Cobra 11 inner the house. Hallo, freut mich, dass du mir folgst. Unauffällig bitte. Nicht, dass ich und so weiter. Ich muss auch, glaube ich, jetzt, wenn ich zeichne, muss ich mir immer die Kamera runterstellen, sonst seht ihr mich ja nicht mehr. So, also er wollte den Herbst, wo Blätter von den Bäumen fallen. Und ich als Künstler habe mir, was ich übrigens hier sehr wenig mache, die Freiheit genommen. Und mach da was bisschen Spezielleres draus mit Thema Herbst, okay? Also, machen wir mal hier. Und ich, ihr seid ja alle noch jünger. Und das Schlimme ist, wenn man jung ist, denkt man, man bleibt es ewig. Das ist das, die brutale Erkenntnis, die man dann irgendwann hat, ist, dass das eben nicht so ist. Und dass leider die Jugend nicht ewig hält. Und ich hatte früher einen dicken Afro, also ich könnte mir den wahrscheinlich sogar noch wachsen lassen, aber inzwischen fällt auch von meinem Kopfe das Laub. So sehe ich übrigens nicht aus, wenn ich lange Haare habe. Nur so, bevor ihr jetzt irgendwie falsch... Also es soll auch übrigens nicht ich sein hier, das ist jetzt kein Selbstbildnis, obwohl ein Kunstdozent von mir mal sagte, dass, oh danke, Cobra Numero 11. Cobra, Alarm für Cobra 11, das raff ich jetzt erst. Wie kamst du denn auf die Idee, dir diesen RTL-igen Namen zu geben, lieber Cobra? Also, okay, und jetzt kommt nämlich der Clou. Blätter fallen vom Baume. Nicht wahr? Sag mal, kann man hier noch so eins, und vielleicht steckt hier noch eins im Baume. Was für ein morbides Bild heute hier. Achso, ich wollte ja Spotify ein paar klassische Tunes anmachen. Und zwar Classical Tofmov und
Jetzt müsst ihr mir aber sagen, ob ihr mich hört. Ich glaube schon, ich habe nämlich gerade. Hört ihr mich? Kann mal jemand einen Daumen hoch oder sowas geben, für falls, wenn man diese klassische, feine, kulturelle, wir sind hier, wisst ihr, ihr habt gerade von irgendeinem Schweinkram-Channel umgeschaltet und seid jetzt hier gelandet in der kulturellen Ecke. Philipp, du kannst die Stream-Kategorie noch auf Creative ändern. Oh, sehr gut. Wo ist die? Wo ist die Stream-Kategorie? Wo mache ich das? Mache ich das? Wo mache ich das? Oh Gott. Warte kurz. Edit. Yes. Und da mache ich... Ich bin so gut inzwischen. Ich bin so gut. Ich kann das fast... Bald kann mich mein Papi Simon entlassen in die große Weite. Welt des Twitchens. Gibt ja leider keine Schmuddel-Channels hier. Da muss Toffen auf... Ja, was heißt Schmuddel-Channels? Ich meine doch natürlich die Channels, die du dir vorher angeguckt hast. Mit dem P-O-R-N im Namen. Oder hat deine Mami dir das geblockt? So. Also, ja, ich könnte hier, wie gesagt... Ich mache jetzt die, pass auf, die nächste Zeichnung für heute arbeite ich voll aus, okay? Da mache ich eine richtige Zeichnung von. Was haltet ihr davon? Das war's schon wieder für die Herbst. Ach, die laufen parallel. Meine Mutti spielt da meist mit. Ah ja, gut. Schön, Laifu, dass deine Mutti so macht. Ich habe ihr es eigentlich nicht erlaubt, nachdem sie mir... Na egal. Dumme Yo Mama Jokes. Braucht man nicht, oder? Aber... Was ich brauche, liebe Kinder, ist eine Super Meat Boy. Was ich brauche, ist eine Idee, was ich zeichnen könnte. Hat jemand vielleicht eine nette Idee? Dann zeichne ich diese Idee aus. Mindfuck. Fast schon, etwas Trash Talk hat noch nie geschadet. Ed Philipp, ich bin wieder auf, muss noch ein bisschen arbeiten. Tja, Silicon TV, so ist es eben im Leben. Du musst noch arbeiten, du warst auf dem Weg nach Hause. What the hell? Vielen Dank trotzdem, dass du dabei warst. Silicon TV, sowieso, er ist, man muss ihm eigentlich nonstop dankbar sein. Sonst wäre ich jetzt, sonst müsste ich jetzt sagen, ich bin Wannabe-YouTuber. Aber jetzt bin ich zumindest Wannabe-Twitcher, das klingt so viel cooler. Und ich habe mich jetzt schon auch in diese Mobile-App verliebt und werde euch sicher viel mitnehmen mit meinem... Wo sage ich mein... Ah, da unten ist mein Selfie-Stick. Warum, liebe Kinder, hat keiner Lust, eine Idee gezeichnet zu bekommen? Ihr müsst einfach nur in die Kommentare schreiben. Es kostet nichts. Also wenn ihr eure Zeichnung wollt, ja, dann schicke ich euch die zu. Ihr kriegt sie umsonst. Ihr müsst nur einen Siebdruck kaufen für einen Fuffi. Aber ich mache das hier nicht, damit ihr einen Siebdruck kauft, sondern damit wir was Cooles haben. Deswegen scheut euch nicht. Ich habe noch keine festen Zeiten live, weil er fragt, bist du eigentlich nun immer online? Ich bin 24/7 online. Schaut mir beim Sterben und Schlafmangel zu. Nein, ich muss noch, ich muss mich hier erstmal einrufen. Ich bin ja eigentlich noch immer nicht, was musst du kaufen? Ein Traktor mit Händen und Beinen, der eine Karotte ist. Okay, guck mal, das ist doch endlich mal ein Plan. Und wisst ihr was? Heute machen wir ein Traktor mit Händen und Beinen, der eine Karotte frisst. Und zwar, was wir machen, liebe Kinders, ist... ich guck mal ganz kurz, wie ein Traktor aussieht. Das macht... Nani! Hallo Nani! Bist du die Nane, zufällig? Hätte sein können. Nur mal kurz, ich meine, ich weiß, wie ein Traktor aussieht. Krass, wenn man Traktor eingibt, es scheint eine Software zu sein, bekommt man erstmal nur, fast nur Screens von irgendeiner Abmisch-Software. Ah gut, Traktor sieht immer noch so aus, wie ich es mir gedacht habe. Huhu, Nani. Ach, die grüßt euch gegenseitig. Was für eine schöne Stimmung hier bei mir im Chat herrscht. Ist ja echt toll. Jetzt kriege ich auch noch auf Facebook. Entschuldigung, das muss ich natürlich... ausmachen hier, sonst hört ihr so einen Scheiß auch, die Alerts.
Okay. Ich mache heute etwas Neues, was ich noch nie vorher gemacht habe und ich hoffe, es funktioniert einigermaßen. Ich mache mit Vorzeichnen. Also, Lotuska oder Lotuska, ich freue mich sehr, dass du mir followst, meine Follower. Ihr habt mich endlich aus dieser schlimmen Sache rausgeholt. Ich hatte nämlich 69 Follower. Kinky. Ich versuche jetzt mal wirklich einen richtig geilen Traktor hinzubekommen, der dann Beine und Füße hat. Jetzt ist natürlich die Frage, ein Traktor, der Beine und Füße hat, ist ja rein theoretisch, braucht er ja gar keine Dinger, Reifen. Aber ein Traktor ohne Reifen, und da sind wir uns hoffentlich einig, ist kein Traktor. Und ich habe auch schon eine Idee. Ich habe auch schon eine Idee. Es wird ein bisschen ein seltsames Gefährt, okay? Das ist aber okay, wir sind hier in der Kunstwelt. Das ist das Schöne, man darf sich's machen, wie man will. Wenn ich jetzt ein Designer wäre, der Autos entwirft, dann müsste ich 2 Millionen Sachen beachten. Also ich liebe Design übrigens. Nur damit das nochmal kurz klargestellt ist. Also, und da muss man hier, dann ist hier natürlich auch ein dicker Hinterreifen. Wir bleiben hier realistisch. Und jetzt kommt nämlich hier das Bein. Es wird natürlich alles nachher schön wegradiert und ausgezeichnet, weil ich finde, ich muss auch mal etwas ein bisschen bisschen mal nicht immer nur so hinhuschen, sondern auch mal was ein bisschen auszeichnen. Ich erwarte übrigens Besuch. Es kann echt sein, dass ich den Arschloch-Move bringen muss und euch irgendwann so, hey, sorry, ich bekomme Besuch. Vielleicht hole ich den auch mit rein. Vom Fröhlichen. Fröhlich ist ein Freund von mir, der in Tasmanien lebt und seitdem ich ihn kenne zumindest, einen Endless Summer lebt. Also er lebt was wir uns alle wünschen. Er surft nämlich die ganze Zeit, hat sich in ein Häuslein gebaut in einer Bucht und ich meine, es ist ja fast logisch, dass man als normaler Mensch da neidisch drauf ist, oder? Ich habe lange überlegt, ob ich den Cars-Move machen soll, aber ich mache ihn. Why not? Warum soll ich es dir denn extra schwierig machen, wenn sie es doch so anbietet? Obwohl, halt mal, Cars. Doch, nee, die haben die Scheiben, haben die Augen, oder? Haben die in den Lampen? Egal. Der Traktor der Karotte ist. Das ist der Auftrag, den ich bekommen habe. Jetzt muss ich gucken, ob ich die Arme echt hier vorne mache. Das wird so weird, aber warum nicht? Wir leben in einer weirden Welt hier. Und deswegen mache ich auch, dass der eine Karotte hier hält und eine Karotte dann in der anderen Hand. Und die hat er, da hat er schon abgebissen natürlich. So. So, ich weiß, das ist sehr schwer, dieses Viech einigermaßen zu erkennen, weil es eben eine komische, ich
Das hier muss auch viel weiter hoch. Ich muss erstmal, ich habe hier irgendwo so eine ganze Kiste voll mit Radiergummis. Aber wie das so ist im Leben, wenn man sie braucht, ist sie weg. Ja, sie ist weg. Weg! Und ich bin wieder allein. Ich muss mal gucken, ob ich in einem meiner 200.000... das gibt's doch nicht. Wo ist die scheiß Radiergummikiste? Emmy! Ja. Kannst du mir einen Gefallen... Anni, ist okay, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Entschuldigung, dass ich hier mit meiner Tochter rumschreie. Ich brauche nichts, alles bestens. Alles okay, hat sich erledigt. Alles okay, hat sich erledigt. Was ist denn? Es hat sich erledigt. Ich wollte, dass du mir kurz einen Radiergummi von dir leihst. Aber ich habe jetzt selbst einen gefunden. Das verwirrt mich hier nämlich ein bisschen. Der braucht natürlich, der ist natürlich okay. Irgendwo hin. Ich wünsche dir was. Du hast mir gar nicht gesagt. Was habe ich dir gar nicht gesagt? Du hast mir gar nicht gefragt, ob ich einen Radiergummi kann. Nee, weil es sich ja auch erledigt hat. Ach, okay, tschüss. Tschüss. So, ich muss mal... Hey, warte mal. Wir sind kurz beim Krautfort. Bei was? Krautfort. Krautfort, okay. Ja. So, das ist auch von der Mama, weil gleich denkt sie von der, wo sind die... Weil ich habe nicht gleich gesagt, wir wollten... Ist okay, ist okay. Achso, das weiß die Mama gar nicht. Doch, die hat schon mit uns... Okay. Ich muss es kurz sagen zu ihr. Okay. Mir gefallen auch die Monsteraugen nicht. Weil... Mir fällt auch nicht, überhaupt nicht, dass der so den Mund auf hat. Wer macht denn das beim Essen? Ja, das gefällt mir besser. Ach so, ein Traktor, jetzt kommen natürlich noch, wir müssen natürlich noch so ein paar Kleinigkeiten. Also erstmal hat ein Traktor auch, glaube ich, immer so richtig geile Oldschool Rückspiegel und muss natürlich auch ein Licht haben. So ein Traktor ist natürlich... muss der auch in der Lage sein, dass der gute Bauer mal, wenn es abends Action gibt, dass der auch mal abends, ne? Ihr wisst schon. Und so weiter. Und dann mache ich natürlich noch so einen geilen... Auspuff. Haben die das überhaupt? Who cares? It's my world. Und ich bestimme, wie hier die Sachen aussehen. Nur damit das gleich mal klar ist hier. Ja, ich würde sagen, der Traktor mit Arm und Beinen, der eine Karotte ist, ist ready to get inked. Ja, aber vorne. Ich muss den Chat mehr weiter mir angucken. So ganz am Rande. Ihr könnt gerne Kommentare posten. Wie viele Leute sind denn gerade überhaupt? Bin ich alleine? Das wäre auch schön, wenn ich einfach mal alleine wäre eine Stunde und ich würde es nicht merken. Wäre das abgefahren oder wäre das abgefahren? So, ich überlege noch, mit was für einer Art Stift ich es mache. Weil wenn ich es mit dem mache, dann kann ich natürlich überhaupt nicht richtig sauber abgehen. Aber ich will ja sauber abgehen für euch hier, ne? Machen wir jetzt erstmal hier. Es wird ein monstermäßig cooler Traktor, vor allem wenn ich dazu komme und der Besuch nicht vorher kommt, dann mache ich da noch ein paar hübsche Details für euch, wenn ihr da Bock drauf habt. Ihr könnt euch echt gerne einloggen und ein paar dumme Kommentare machen oder ein paar schlaue vielleicht auch. Das hieße nämlich, dass ich so ein bisschen weiß, dass ihr mir zuguckt, dass es überhaupt irgendjemand interessiert, was ich hier mache, wie ich wie so ein beleidigte Mimose klinge, oder? Merkt ihr das? Nein, mir bringt es ja Spaß.
So. Ich habe ein bisschen Angst, dass es wieder am Ende die ganze Show auf YouTube mutet. Aber bei klassischer Musik ist es, ich schaue gespannt zu, wird super. Danke, Nani. Ich auch, Cobra 11 und Bordeaux, wir enjoyen deinen Stream. Hey Bordeaux, das freut mich zu hören. Vor allem, dass ihr das wirklich enjoyt, meinen Stream. Bisschen Moneyboy. Seid ihr den Stream am enjoyen tun? Habt ihr es gesehen? Habt ihr es mitgekriegt? Das gibt's doch nicht! Da mache ich doch echt eine Vorzeichnung. Ich zeichne vor und dann verbocke ich's. Und ich habe kein Tippex oder sowas. Von daher, das würde ich bei einer echten Zeichnung dann in Photoshop. Vielleicht fällt mir sogar irgendeine extrem coole Move-Geschichte ein, um's diesen Lapsus zu verbergen. Ah, ich freue mich schon ein bisschen auf nachher Details machen, wenn es dazu kommt. Und wisst ihr was? Ich muss ja nicht immer alles in einer Sendung fertig machen, bevor ich das jetzt dann komplett, mal gucken, ob ich da nochmal Bock zu habe, aber bevor ich das jetzt komplett raushau, kann ich auch, ich könnte auch mal, was ich vielleicht irgendwann mal mache, aber das möchte ich so wenig wie möglich machen, weil es gibt sehr viel, ist, dass ich vielleicht auch mal so ein Ding mache, wo man sieht, wie ich im Photoshop arbeite. Ist ja vielleicht auch, wie oft streamst du denn? Ja, ich habe ja erst angefangen. Ich habe eigentlich noch nicht mal richtig angefangen. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich noch gar nicht angefangen habe, aber dann ging es doch so fix, dass ich doch angefangen habe. Ich habe keine festen Zeiten, aber ich werde mir irgendwann, wird sich vielleicht es einspielen, dass ich feste Zeiten habe, dass ich merke, es ist immer dann und dann. Und ich will natürlich auch irgendwann, vor allem abends. Es hat aber jetzt sowieso eine Weile gedauert, bis alles lief. Ich hatte ja noch nicht mal alle Buttons. Also von daher, das alleine. Oh, oh. Tja. Da kommt mal ein Besuch, Leute. Ich guck mal, ob ich ihn mit reinnehme oder was wir da machen, ne? Weil das ist ein Freund, den habe ich jetzt auch schon, und es ist ein sehr guter Freund, und den habe ich jetzt aber locker 6 Jahre oder so nicht gesehen. Nee, stimmt nicht. Stimmt gar nicht. 3 Jahre. Vor 3 Jahren war er, glaube ich, das letzte Mal hier. Wenn der in Europa ist, dann kommt der mich meistens auch mal besuchen. Wenn er seine Schwester besucht, die auch in Holland lebt. Von daher versuche ich zumindest die Reinzeichnung. Ich weiß, Cliffhanger ist blöd. Oh wow, dann nehmt euch die Zeit doch lieber. Ja, das finde ich nett. Weil ich habe jetzt gedacht, dass das Ding ist, du Arsch. Du sollst gefälligst für uns hier eine Show machen, anstatt dein Privatleben zu haben. Aber ich will zumindest die Reinzeichnung machen. Eigentlich ist es ganz lustig, auch mal so mit Bleistift vorzuzeichnen und nicht immer direkt aufs Papier zu gehen. Ich meine, ich gehe ja einigermaßen direkt mit dem Bleistift aufs Papier und mache da nicht dann noch 100 Dinger da draus. Aber ich han Lust noch ein bisschen hier. So. Übrigens, so rede ich nicht. Ich habe nur so ein bisschen was ist denn das überhaupt? Für ein Dialekt gewesen. Hessisch, oder? Ich han ist natürlich auch ein bisschen komisch.
Ich weiß nicht, ob ich das noch gefixt krieg, Leute. Fröhlich! Ah, der ist gerade auf dem Klo. Wollen wir mal alle miteinander darauf achten, ob er sich die Hände wäscht. Du kommst aus Hesse. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was. Wie ist es denn in Hesse? Ihr habt da einen tollen Marathon da, gell? Da bin ich noch nicht mitgelaufen da, gell? Aber ich würde da schon da gerne mal unter so einen so der Frankfurt-Marathon. Da ist der Arne Gabius, der hat den neuen deutschen Rekord gelaufen, ne? Appleboy. Und du bist Busfahrer, oder was? Kennst du Onkel Otto, unser Majo? Den finde ich sehr funky. Oh, das ist ein schönes Lied. Das Lied kommt vor in dem holländischen Film Der Rabe, was eine tolle Geschichte erzählt eines Schriftstellers. Oder war es Der Falke? Das ist auf jeden Fall eine total abgefahrene... Ich habe hier gerade total was verrockt, fällt mir auf. Also die Hand und die Perspektive der Karotte. Hör bloß auf, hab in Frankfurt letztens 1,5 Liter davon getrunken. Nie wieder. Appleboy, ich trinke ja gar keinen Alkohol, von daher... jetzt mache ich mal was. Ergo, ich kann dir nicht sagen, aber ich finde Wein an sich schon auch wieder so ekelhaft. Aber gut, ich finde Alkohol halt auch an sich ekelhaft. So, liebe Kinder, Entschuldigung, ich habe gar nicht gemerkt, ob ich jetzt die ganze Zeit im Off gezeichnet habe. Lustig ist, dass mein Tisch wackelt wie verrückt, aber da die Kamera, ja, ihr seht es doch ein bisschen, aber da die Kamera mitwackelt, ist das Ganze verschmerzbar. So. Ratzefummel. Gibt es das Wort Ratzefummel eigentlich noch? Oder sagt man das nicht mehr? Das war früher irgendwie das coole Wort, das lustige Wort. Der Ratzefummel. Ratze. Es rappelt in der Ratzkiste. Hieß nicht Ratze auch einer von diesen Rappelkisten-Charakteren? Das Lustige ist, ich sitze hier und stelle Fragen, die eigentlich nur Leute über 40 beantworten können, während wahrscheinlich im Chat alle unter 30 sind. Ihr seid doch wahrscheinlich noch junge Menschen, oder? So, der Traktor mit Armen und Füßen. Nope, bin 35. Naja, aber du bist unter 40. Aber du bist natürlich auch schon. Ich bin's 19. Ich kenne das Wort auch noch. Bin 27. Hab das auch damals benutzt. Guck mal. Ich bin also noch nicht ganz das alte Eisen. Was ich jetzt hier übrigens noch machen könnte, wäre schon mal so ein bisschen einen Ansatz von Reifen. Und da habe ich dann nämlich eventuell die Chance, dass ich meinen Fehler so ein bisschen wettmache, indem ich... Ich meine, der Fehler... Achso, Entschuldigung. Ich depp. Zur Radierung haben wir Raditscher gesagt in der Grundschule. Junger, hübscher Mann, du sein. Nee, oder? Von wem redest du? Achso, ja, du hast damit gemeint, gib uns mal wieder den Stream von der Zeichnung, wenn du zeichnest, du Horst. Das wolltest du mir, glaube ich, damit sagen. Aber ich nehme es trotzdem als Kompliment. So, jetzt aber. So, hier habe ich diesen Strich vorhin durchgezogen. Den hätte ich natürlich nicht durchziehen müssen, weil das Bein natürlich nicht... Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, dass das bei solchen Reifen die Riffelung fast so ist. Oder bilde ich mir das falsch ein? So. Als ich bei Rocket Beans war, haben so viele Leute in dem Kommentar damals Bereich gesagt, ich würde aussehen wie, wie heißt der nochmal? Heißt der Johnny? Donny. Dann mache ich ihm Adern aufs Bein oder so. Der Herr Fröhlich ist aber lange auf Toilette. Wie machst du Adern ans Bein? Entschuldigung, wisst ihr? Ach so, ja, soll ich ihm Adern ans Bein machen? Ich bin am Überlegen, ob ich irgendwas mit dem Bein mache, also ob ich da irgendwas, genau was du meinst, also in die Richtung sollte es gehen. Aber weißt du, ich bin noch lange nicht fertig. Das ist hier so eine nice Zeichnung, weißt du, da muss man so ein bisschen die Striche extra nice machen. So eine saubere Zeichnung. Eigentlich so ein Stil, den ich früher ganz viel gemacht habe.
So, als ich noch Graph gemacht habe und so, da war das auch ganz wichtig, dass so sich verjüngende Linien waren da wichtig. Und sowieso so ein etwas dominanterer Strich. Inzwischen mag ich es ja eher dirty. Ich mag ja eigentlich gerade den Charme, wie soll ich das beschreiben? Ich mag Beavis und Butthead vom Zeichenstil mehr als Disney zum Beispiel. Kapiert ihr, was ich meine? Also, dass der Zeichenstrich, dass Imperfektion einen ganz besonderen Charme hat. So. Fröhlich! Wie ich so runterprolet, oder? Also ganz davon abgesehen, dass ihr dann wahrscheinlich jedes Mal einen kleinen Gehörsturz erleidet, wofür ich mich auch schon mal gleich entschuldigen möchte. Der ist doch am Scheißen. Aber wie lange... ich glaube ehrlich gesagt, dass ich einer der Menschen bin, die sich am wenigsten Zeit fürs Kacken nehmen. Gestern allerdings. Gestern. Gestern waren wir im Efteling. Der Efteling ist ein Freizeitpark und es ging mir den ganzen Tag gut, obwohl ich vorher so eine komische Magengrippe hatte und dachte, die überwunden zu haben. Aber, wie ich später feststellen musste, war dem nicht ganz so, weil auf dem Rückweg habe ich auf einmal echt solche Unterleibskrämpfe gehabt, dass ich echt mir sicher war, Kinder gebären kann nur irgendwie eine Dezimalstelle schmerzmäßig schlimmer sein, was natürlich Quatsch ist, aber ich habe so schlimme, und dann bin ich irgendwann, habe ich eine Tankstelle gefunden, ich hatte Kinder und Frau dabei und trotzdem habe ich mir, glaube ich, eine halbe Stunde Zeit gelassen, um wirklich ordentlich, ihr wisst schon, ne? Durchfallerer und so. Und ja, das war natürlich heavy shit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann bin ich ins Auto gestiegen und habe meine Frau dann fahren lassen. Und 15 Minuten später mussten wir gerade wieder rausfahren, weil es wieder anfing. In dem Sinne muss ich nicht meine Fresse aufhalten, was für ein wahnsinns super toller Fahrer ich doch bin. Weil ich natürlich... Fahrer? Was erzähle ich denn wieder? Guck mal, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig macht, was ich für ein toller Schnellscheißer bin. Weil ich habe schon ganz oft gehabt, dass ich zu Leuten sage, ich muss noch kurz scheißen gehen. Entschuldigung für den Sprachgebrauch, der etwas vulgär ist. Müsst ihr euch dran gewöhnen, sage ich einfach schon mal. Und dass die Leute dann total flabbergastet waren, wie schnell ich schon wieder zurück war. Also, weil ich einfach raus, abwischen, Hände waschen, fertig. Ich weiß nicht, warum da Leute immer 20 Minuten brauchen. Also klar, ich mache das auch nicht so. Man genießt natürlich ein bisschen die Freigabe des Gewichts. Aber, ja. Ach ja. Es nimmt langsam. Ich drehe manchmal das Papier, weil man gewisse Rundungen und so sehr schön in der Hand hat, wenn man sie so platzieren kann und nicht aus dem Arm rausarbeiten muss. Ich sage das übrigens alles, weil ich die naive Hoffnung habe, dass ich vielleicht sogar jemanden dazu motiviere, zu zeichnen. Ich habe gehört, dass im Rocket Beans Forum diskutiert wird über diesen Channel hier. Also erstmal danke an alle, die diese Message in die Welt raustragen. Und falls jemand einen Link hat zu dieser Diskussion, würde ich es mir ja gerne mal angucken. Es sei denn, das steht dann wieder so wie bei YouTube, der Typ sieht aus wie Donny, nur in Fett. Also ich finde übrigens, also nicht nur, dass ich, also der ist natürlich dünner als ich und natürlich bin ich fett, aber auch ich bin ein Mensch. Auch ich bin ein Mensch mit Gefühlen. Und ich will eigentlich gar keinen Hate lesen. Ich mache das ja hier, um euch zu entertainen. Let me entertain you. So, Kinders. Warum habe ich denn hier Fullscreen? What the hell is going on? Ich hab...
Oh, ich war gerade echt total überrascht, dass ich mich selber in Fullscreen gesehen habe. Was man manchmal macht, ohne es zu merken. It's imperfection that makes something beautiful. That's what makes it unique from everyone else. Ja, das ist sehr schön gesagt. Scheiße, ich habe den Namen vergessen zu lesen. Es ging zu schnell. Aber wunderschönes Zitat. Und damit hast du vollkommen recht. Und es war mir eine Freude, dass ihr alle dabei wart. Es hat mir großen Spaß gemacht heute. Und ich werde bald mal wieder so. Ich werde bald. Vielleicht morgen Abend mal so eine große Abendschau machen. Mal zeichnen das nächste Mal. Ich brauche unbedingt Carsten, der einen schönen Tag euch. Haha. Aber Carsten soll auf jeden Fall, wird der kommen. Habe ich ihn ja schon zu verpflichtet im Zelluleute-Podcast für alle, die mich nicht kennen und zufällig reinschalten. Hallo, ich bin der Philipp. Und aka Toffmoff oder andersrum. Stück Butter reitet. Und ich mache auch Podcasts neben diesem Ding hier. Und einer davon heißt Zelluleute. Also was heißt, ich mache Podcasts. Ich bin an Podcasts beteiligt und habe sie teilweise ins Leben gerufen. Und der eine ist Zelluleute, also wie Zellulitis, nur mit Leute. Oder nur wie Zelluleute, nur mit Menschen hinten dran. Der andere heißt Happy Day Podcast. Das ist ein bisschen mehr so für Erwachsenen Spaß. Dann habe ich einen Lauf-Podcast, Home to Home, Motherfuckers. Der heißt Fat Boys Run, zusammen mit dem René Kreber, der auch Bro-Op Talk, glaube ich, heißt der Spiele-Podcast, Bro-Op, also BRO-OP. Dann gibt es noch den Läuft-bei-mir-Podcast mit dem Trainer und Megaläufer Michael Arendt und es gibt noch, übrigens, das ist Utrecht hinter mir und ich wohne praktisch, wenn man über diese Brücke fährt und dann links und rechts und links und rechts, dann wohne ich schon da, also das ist ganz in der Nähe von mir und das ist der Dom da oben. Oh, dann habe ich noch Philipp Jordan umgeschnitten. Ein Solo-Podcast. Sollte ich die vielleicht auch mal unten alle verlinken? Obwohl ich mich dann frage, wo verlinke ich hin? Das ist so komisch. Ich weiß natürlich überhaupt nicht, wohin ich verlinken soll, weil auf iTunes, auf Facebook, keine Ahnung. Was ist mit direkt danach? Hey, weißt du, direkt danach ist so ein Ding. Ich habe direkt danach voll enthusiastisch angefangen und dann hatte ich am Anfang auch mal 1000 Klicks und so und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich habe nur 100, 200 Klicks und mache mir da mal voll die Action und dann ist mir das Leben auch in die Quere gekommen. Ist das Leben in die Quere gekommen, hat mich ein bisschen aus der Bahn und Padman haben wir bestimmt in den letzten 3 Monaten 5-mal irgendwann gesagt, ey, wir müssen demnächst aufnehmen, könnt ihr nächste Woche? Ja, kann ich, okay, dann sprechen wir nächste Woche was ab und da ist nichts draus geworden. Aber Padman, ja, aber das kann man ja fast nicht zählen, das machen wir 1 oder 2-mal im Jahr. Ja, und ich gucke, ob ich da vielleicht drauf verlinke, auf die Podcasts. Und aber direkt danach war so eine Sache, dass ich dann irgendwann so lange nicht mehr Rocket Beans Boss... Ach halt, warte kurz. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich den Klick... Ich weiß gar nicht, wie ich den klicken soll. Kannst du mir das vielleicht auch whispern? Du wärst mein erster Whisperer in Inceptions. Danke übrigens für den Link Inceptions. Ab wann ist der neue Zelluleute im RSS-Feed online? Weißt du was? Schreib mal den Carsten an, falls ich es vergessen sollte, weil das muss natürlich zeitgleich sein. Da hat der gute Carsten es einfach verrockt. Aber ich habe vor, regelmäßig auch mit dem Carsten hier live zu casten auf Twitch mit Kamera und vorher Ankündigung und dann einmal im Monat. Vielleicht ist der Memo ja auch mal dabei. Das wäre schon nice, oder? Kinos, was sagt ihr? Und ich werde eventuell einen neuen Channel aufmachen müssen mit dem Roman. Und da dann Happy Day live machen. Und ja. Ansonsten habe ich ja schon ein paar Links. Vielleicht müsste ich noch zu meiner zu anderen Seiten noch was aufmachen da unten. Ich bin ganz froh, dass ich vorhin so auf die Schnelle sehr dilettantisch diese Buttons da unten gemacht habe. Und ich bin auch eigentlich froh mit meiner sehr dilettantischen Banner-Wall und meinem Profil-Pick, oder? Happy Day Live, ja, oder? War irgendeiner von euch zufällig auf unserer Tour? Boah, ich muss mich echt rasieren. Ich gehe heute Abend edel essen. Ich habe sowieso Angst, ob ich da überhaupt was runterkriege. Aber egal. Hört ihr die klassische Musik?
Hört ihr sie? Ich möchte nur kurz wissen, ob ihr die hört. Hört ihr die klassische Musik? Damals in Münster. Yeah. Live, wo bist du, der Leifert? Bist du der Jean-Michel? Jean-Michel? Bist du das? Woher weiß... Achso, du Cobra 11 sagt... Richtig, hey, hallo Jan-Michael. Cool. Gut, man hört die Musik. Das ist ja schon mal cool. Ich bin gespannt, ob die auch gemutet wird auf YouTube. Ich finde es komisch, weil man inzwischen... Also ich habe nämlich eine Mail bekommen von YouTube. Ihr Video wurde copyright-mäßig. Aber keine Panik, das heißt nur, dass eventuell jemand sich die Klickzahlen holt oder eventuell jemand Werbung schalten möchte oder damit Werbung macht, was mir scheißegal ist. Ich verdiene ja mit YouTube nichts. Von daher würde ich sagen, das war's. Ich sag tschüss, schreibt mir, followt mir und seid es dabei. Ich hoffe, dass ich morgen Abend eine Show machen kann. Wenn nicht, mit Sicherheit Sonntagabend. Vielleicht auch mal nachmittags. Wir wissen es nicht. Irgendwann habe ich feste Zeiten. Aber ich werde sowieso sehr, sehr oft auch IRL... alter Schwede, jetzt schifft sie aber richtig fett. Ich werde aber auch öfter mal IRL machen, ne? Nur damit ihr das gleich mal wisst. Und in diesem Sinne, au revoir, Mama, Baba, Chérie.